Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Final Fantasy 15. Ja, und es ist einiges passiert, die Invasion hat begonnen und wir sind wieder am Startpunkt, wo wir losgelegt haben. Und dann schauen wir mal, die Eilieferung haben wir. Wir haben jede Menge Missionen, ich weiß gar nicht, wo wir zuerst zuschlagen sollen. Ist ja unglaublich hier. Da gibt es Aufgaben, wir haben jetzt hier das Vermächtnis, dann jede Menge kleine Nebenmissionen. Oh Mann, die Eilieferung ist Stufe 11 sogar. Eine neue Motorklinge. Das haben wir ja schon angefangen. Der aufstrebende Juwelier. Mei, oh mei, oh mei. Das Vermächtnis auch richtig geil. Das wird, also ich denke mal, das ist die Hauptmission. Nach der Erkenntnis, dass es keinen Weg mehr in die Hauptstadt für sie gibt, kehren Noctis und seine Freunde nach Hammerhead zurück, wo Cor, Sid und Sidney auf sie warten. Jo, da waren wir gewesen. Ich weiß gar nicht. Achso, da ist Cor. 400 Erfahrungspunkte gibt es da. Also hier gibt es schon auf jeden Fall mehr. Guck mal hier, 1000 für die Eillieferung. Aber die ist da hinten. Ah, da haben wir dann auch wieder ein neues Gebiet. Okay. Und hier unten. Aber da waren wir ja auch schon gewesen. Gut, gut. Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist so geil, dass wir so viele Sachen auf einmal machen können, dass ich gar nicht weiß, wo wir am besten jetzt sofort hingehen. Eieieiei. Was machen wir? Ich würde sagen, ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Karte bitte. So, wir haben hier, das haben wir. Also hier ist schon wieder ein Fragezeichen. Hier gibt es noch mehr Missionen. Ach, Mann, ist das geil, ey. Ja, werden wir alle abarbeiten. Ich würde sagen, Stück für Stück. Da unten kann man noch angeln. Okay, dann würde ich sagen, Aufgaben. Wir gehen jetzt trotzdem aber nochmal ganz kurz. 2 Kilometer ist es weg, ey. Übel. Na, dann müssen wir eh dann fahren. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier rein. Und dann schauen wir nochmal hier, was es denn alles noch so für Aufgaben gibt. Was würde ich nur ohne euch machen? Das weiß ich auch nicht. Okay, für den haben wir schon angenommen, ne? Mit ihm selber können wir nicht mehr reden, oder? Doch. Esst ihr auch ordentlich? Ja, wir essen immer ordentlich. Oh, Ortsinfo. Ne, das ist Essen. Das ist neu. Angriffskraft und das hier. Kostet mich auch nur 150. Hauen wir uns direkt rein. Schon unterwegs. Jo, essen wir erstmal was. Damit wir wieder gestärkt sind. Angriffskraft und LP-Maximum ist jetzt nicht das Beste. Aber hey, warum nicht? Kommen wir mal rein damit. Jetzt machen wir ein bisschen zügig. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz. Oh, was hat er? Oh, neues Rezept direkt. Cool. Na, ist doch, macht doch auf jeden Fall Sinn, diese ganzen Rezepte mal zu probieren. Was dann, möchtet ihr wissen? Ortsinfo, die kennen wir wahrscheinlich schon alles, ne? Ja, okay. Ist nichts Neues. Also das heißt, wenn man einmal da gewesen ist, kriegt man auch nichts Neues dazu. Okay, dann gehen wir hier weg. Moment. Doch, ich wollte nochmal ganz kurz was gucken. Und zwar hier bei den Monstern. Geht ihr für uns auf die Jagd? Ha! Also die beiden können wir dann später auf jeden Fall noch machen, wenn wir dann höheres Level haben. Okay, das wollte ich nur wissen. Ernährt gut. Euch abwechslungsreich. Ja, ja. Wir ernähren uns abwechslungsreich. Keine Sorge. Ah, ist das geil, die Grafik. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz auf Mission und dann machen wir mal ganz kurz das Vermächtnis. Und dann schaue ich doch mal ganz kurz, wie weit das denn weg ist. Das ist 1 Kilometer. Ist also auch schon ziemlich weit weg. Dann haben wir noch die Eilieferung und der ist hier unten in der Stadt. Noctis erhält einen überraschenden Anruf von Dino, dem Reporter und Hobbyjuwelier. Dino möchte ihn unbedingt sehen, mit sicher will er nicht nur freundlich plauschen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Dino. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal ganz schnell zum Dino. Dann machen wir das als erstes. Weil dann können wir da unten auch mal gucken, was da so Neues gibt. Wahrscheinlich sind die auch alle geschockt über den Angriff. Automatisches Fahren. Zur Aufgabe und zwar zum Juwelier. Yes. 3 Minuten. Geht rucki zucki. Wenn wir automatisch machen, dann porten wir uns dahin. Der Kristall. Der Kristall ist der Quell der lukischen Magie. Wenn die Welt in Gefahr schwebt, so heißt es, wählt der Kristall einen König, der Rettung bringen soll. So geschehen vor 15 Jahren mit Noctis. So geschehen. So geschehen. Aha. Ja, ja. Sieht ja cool aus, der Kristall. Metzeln, ich will metzeln, töten, alles zusammen, ich freue mich schon, ich freue mich schon. Ich habe richtig Lust zum Metzeln. Okay, da sind wir wieder, Cabrio, olé. Boah, da kriege ich richtig Lust wieder auf Sommer, wenn ich das hier sehe. So, gepennt haben wir, unten läuft noch die Anzeige, Chocobo, können wir das eigentlich jetzt schon aktivieren hier? Ist im Moment immer noch eingestellt. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu dem Dino. Endlich mal wieder ein freier Tag. Rennen wir nochmal ein bisschen. Ich will nämlich unbedingt wissen, was der gute Dino so möchte von uns. Dann nehmen wir alles mit.
die ganzen Missionen, weil das ist schon wichtig. Ich will das auf jeden Fall so gut wie möglich abschließen, 100% wirklich, dass wir da alles haben. Gerade bei so Final Fantasy macht das immer unheimlich Spaß. Und dann natürlich noch in die neue Stadt oder Dorf oder wo wir da hinkommen, da bin ich auch gespannt. Jo, danke. Hi. Erstmal drüber rennen. So, hier gibt es auch nur Essen und Schlafen, aber wir haben, wie gesagt, wir sind fit, es ist tags. Da brauche ich jetzt nicht pennen. Gucken wir mal, was er hat. Und dann will ich direkt metzeln. Hey. Ah, der Prinz. Gut siehst du aus. Ja, ich weiß, danke. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Bringt mir einfach nur die nötigen Steine. Weißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Oh, kommt da wieder so ein fetter Vogel? Na gut, das kriegen wir hin. Sachen, Schätze holen. Wie weit ist es weg? 200 Meter? Na, holen wir doch direkt, oder? Zielort begeben. Ja, sicher, machen wir. 200 Meter, da können wir eben hinjumpen. Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Sau gut, ey. Genau das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Ich habe keine Lust wieder in so einem Riesenvogel da rein. Aber ich bin echt mal gespannt, wenn die Riesenviecher ankommen. Wenn wir mal gegen so einen kämpfen oder so, könnt ihr auch. Könnte ich mir gut vorstellen, was das für ein Gemetzel ist. Also wenn, ach so, ich muss zum Auto oder was? Oh, das Ziel ist 2 Kilometer weg. Ach nee, ehrlich jetzt. Na gut, da fahren wir dann hin. Gucken, ob wir dann noch ein paar Missionen abschließen können unterwegs. Dann düsen wir mal dahin. Komm, renn, Noctis, du schaffst das. Yeah. Ich freue mich auch schon wieder auf Fighten. Das macht immer so Spaß. So, einsteigen. Ja, wir machen natürlich automatisches Fahren, Aufgabenziel. Yes. Oh, ich glaube, der fährt nicht. Also, er teleportiert sich nicht dahin. Wir fahren, sondern ganz gemütlich. Okay. Dann erzähle ich euch ein bisschen was. Mein erster Eindruck von dem Spiel bis jetzt. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, weil die Invasion war ja. Die haben alles eingenommen. Lebt der Vater noch? Und die Frau haben wir ja gesehen von ihm. Also, die er bald heiraten soll. Die lebt ja auch noch. Und die möchte ich auf jeden Fall auch wiederfinden. Und natürlich die Stadt befreien, gegen diese Robotermaschinen kämpfen. War richtig cool. Da haben wir wieder so ein Symbol auf der Karte zum Abbauen, aber ich will es erstmal hintuckern. Ich denke mal, das können wir später auch noch holen. Ich finde das schön gemacht, dass man sich auch mal entspannt hier daneben setzen kann. Er fährt automatisch. Weil ich sag mal, ich kann jetzt auch nicht irgendwie abkürzen oder so. Ich müsste auch auf der Straße fahren. Da kann ich ruhig meine Diener fahren lassen. Das sind ja meine Freunde. Meine Aufpasser, meine Beschützer. Aber wir können ein bisschen rumdrehen hier. Dann könnt ihr alle mal sehen. Ganz gemütlich, wie sie hier drin sitzen. Dann muss ich auf jeden Fall die Fertigkeitenpunkte noch gut einsetzen. Weil ich möchte da ein bisschen mehr auf Teamwork gehen. Weil ich habe ja auf L1 diese geilen Special-Attacken. Die haben mir richtig gut gefallen und die will ich ein bisschen stärker haben. Vielleicht gibt es auch hinterher mal andere. So, wenn der da 3000 mal drauf haut und so, das ist schon cool. Eine Lagerstelle ist gut zum Kochen, dann könnt ihr euch stärken, wer das hier nochmal spielt. Dann kann der mal kochen, aber wir haben vorhin was gegessen und sind sowieso noch ein bisschen stärker. Ansonsten sind die Gegner eigentlich im Moment auch noch nicht so wild. 1 Kilometer müssen wir noch tuckern und ein Benzinstand ist noch richtig gut. Ah, da fahren wir gleich überall hin, wenn wir... Oh, da war eine Kiste. Okay, das habe ich jetzt zu spät, aber ich will es nicht umdrehen, deswegen. Holen wir uns später nochmal die Kisten. Irgendwie auf dem Weg. Das Bettmobil. Das Bett-Cabrio-Mobil ist das. Richtig cool. Und mal gucken, welche Gegend wir sind, ob wir dann gleich schon weiterfahren können. Weil die Eilieferung und so, das würde ich gerne noch alles erledigen. Stück für Stück. Und der nette Dino, ey. Der immer mit seinen Juwelen, aber ist cool. Ein Motel haben wir hier. Ha, ich finde die Gegend sieht super aus. Echt geil. So, da sind wir schon. Raststätte Langwide, okay. Können wir dann später auch mal hin und mal gucken, was hier so abgeht.
Aber wir müssen noch ein paar Meter fahren bis zum Ziel. Wo ist denn jetzt? Ach da, 300, 400 Meter noch. Ich denke, dass wir dann gleich anhalten werden. Da möchte ich dann nämlich aussteigen und dann latschen wir den Rest. Hält er jetzt hier an, oder? Fahren wir jetzt vorbei? Hey, dann halt an. Ich muss selber anhalten. Ich glaube, der wäre jetzt, weiß ich nicht, im Kreis gefahren oder so. So, Leute, nix wie hin. Juwelier, ich komme! 140 Meter. Aber schon geil mit dem Fahren. Und wir haben alle, ich habe über 1000 LP. Also Lebenspunkte. Das heißt, ich halte auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen aus. Ignis, Prompto, den muss ich auch ein bisschen stärken. Ist das die Gegend, die Dino meinte? Ja. Da oben? Lasst uns die Suche beginnen. Ach, wir müssen auch noch suchen. Oh je. Wahrscheinlich ganz oben oder so. Ah. Hey, Kumpel, was geht? Hä? Daneben teleportiert? Ach, ich habe meine falsche Waffe drin. Da geht man einmal raus und kommt wieder und dann ist gleich die Waffe weg. Ich fasse es nicht. Zack. Ui, ich bin ganz oben. Kann ich mal Ausschau halten. Oh, kein Vieh mehr da. Ah, guck mal hier. Ah, ein Spitzknochen. Ein spitzer Knochen lag da einfach so rum. Ich bin mal Leute. Oh, das sind doch... Sind das jetzt Feinde, oder was? Was sind das für Typen? Oh, der hat mich betäubt. Hallo? Hallo? Was macht der? Hey, Leute, was ist los mit euch? Ich meine, ich habe ja einen Fanclub um mich herum, ne? Aber wie wär's mal mit Hilfe? Leute, ich habe da so ein kleines Problem. Boah, ist das geil, ey. Ach so, ein Special oder was? Geil. Hups, erstmal weg. So, anvisieren und Angriff. Yeah. Ist ja voll geil, ey. Die Marodeure kommen. Okay, Heiltrank, also. Brauche ich nicht, bin fit. So, Kombination links und rechts. Yeah. Ihr solltet mal lieber mithelfen, die Juwelen zu suchen und mich nicht angreifen. Zack, noch eine Kombination hier. Der sieht ja lustig aus. Zack, 1000 Schaden mache ich. Bin übertrieben. Ich bin SDS, yeah. Wie immer SSSS. Okay, wir müssen weitersuchen, meine lieben Freunde. Geil, ey, was für geile Viecher. Die laufen einfach rum wie die Wanderer. Die wussten, dass ich hier bin. Also suchen die auch nach uns. Wie die mich festgehalten haben, ne? Voll cool. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben hier das Ziel. Oder das. Jetzt gucken wir mal. Und wir suchen jetzt irgendwelche Kristalle. Die werden ja mit Sicherheit irgendwie ein Rohamethyst finden. Tja, ich würde ja sagen, dass der irgendwo zwischen Berge ist. Aber, naja. Zertrümmern. Der ist sofort tot. Instant tot. Geil. Zack. Zack, Killerangriff. Wow. Leute, was ist denn mit dem los, ey? Der rastet ja voll aus. Okay, wo soll denn jetzt hier ein Rohamethyst sein? Ich flipp ja gleich aus. Leute, sucht doch mal mit. Jetzt kommen die ganze Zeit irgendwelche eine ganze Horde. Das ist die Kelly Family, ist das? Nein, jetzt kommen die wieder mit ihren. Ich saug dich an und saug dich fest. Ich halte dich fest, du geile Sau. Jetzt muss ich wieder Kreis drücken, oder? Boah, geil. Aber das sieht ja... Doch, das sieht schon cool aus. Ich bin befreit. Okay, haben wir irgendwas? Jo. Ignis, zeig, was du kannst. Ignis! Saug sie alle an. Haha, zack. Den habe ich gleich mit, flach gelegt. So mag ich das. So, anvisieren. Kombination des Todes. Da liegt er. Kommt her, Leute. Ist gleich vorbei. Ich bin auch ganz liebevoll. Marodeur. Gut, aber ich muss mich jetzt echt beeilen hier mit dem Amethyst finden. Sonst muss ich bestimmt 1 Million mal gegen die kämpfen. Wir gucken einfach mal hinter dem Berg. Ob hier sich noch irgendwas versteckt. Weil hier muss doch irgendwo so ein hammergeiler Amethyst rumliegen. Hallo, Amethyst. Der müsste auch lila sein. Wenn ich mich nicht irre.
Hier hatten wir ja auch was gefunden, so ein Spitzknochen. Guck mal, hier geht's auch schon wieder raus. Also richtig doof. Ah, wo soll der denn sein? Ich brauche keine Tipps. Ich will wissen, wo der Amethyst ist. Oh, da sind wieder Viecher. Das dürfte nicht lange dauern. Das schaffen wir mit links. Ah, komm. Hau mal weg. Zack. Boah, 1,5er Schaden haut richtig rein. Ah, ja, ich werd ja schon befreit. Alles gut. Kriegst einen Schlag, Junge. Was ist los? Okay, wir müssen nochmal gucken. Dass wir vielleicht da vorne gucken. Vorwärts. Ja, ja, ich gucke ja schon an jeder Ecke. Es müsste ja irgendwo aufleuchten. Hm, was ist jetzt? Wieder 8000 Männer? Jo. Hier, da ist er doch. Das wird da sein hier. Da blinkt doch was. Hier an der Ecke ist er, okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Egal, dann hauen wir die eben weg hier. Leute, braucht gar nicht auf die bekloppte Idee kommen, mich hier anzufassen. Ich bin unanfassbar. So. Erstmal schön draufhauen hier auf die komischen Hobbits hier. Ach, haben sie mich schon wieder angefasst. Nein. Leute, macht was. Sturmangriff. Er macht direkt einen Sturmangriff allein. Boah, geil. Hat den wohl zerfetzt. Ja, abgeblockt. Hält die Flagge. Ich musste den Flaggenträger killen. Ich sag euch das. Das ist der Flaggenträger ist schuld. Jo, haben wir geschafft. Ne, da hinten rennt noch einer. Der Mann mit der Flagge. Noch einer hier. Und oh, 1,5er Schaden. Und nochmal drauf. Danke. Okay, jetzt schnell zum Amethyst. Da haben wir ihn. ADS. Yeah. Oh, wir kriegen aber sehr viele Erfahrungspunkte durch die. Da ist er. Da ist er. So, jetzt schnell zum Auto. Bevor die nächsten kommen. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte. Und wieder das Symbol wegmachen. Wo ist mein Tutut? Da ist mein Tutut. Schnell hin. Jetzt gucke ich aber gleich mal kurz, wenn wir im Auto sind, wo wir hier sind, ob wir vielleicht noch eine andere Mission mitnehmen können. Boah, ey, wie die Zeit rennt bei dem Spiel, ist der Wahnsinn. Ist wirklich unglaublich. Da denkt man auch nichts Böses. Und dann kommt hier sowas, ey. Die Zeit, die rennt, Wahnsinn. Okay. Automatisches Fahren. Und zwar möchte ich gerne nach... Stopp. Jetzt weiß ich ja, was ich machen wollte. Entschuldigung. Ich wollte erst gucken, ob wir hier... Wir sind jetzt gerade... Hier unten sind wir. Und die Mission besagen alle hier hinten da. Okay, dann fahren wir wieder zurück. Okay, hat sich erledigt. Gehen wir erstmal die Mission ab. Ja, und wir können nämlich auch schnell reisen. Haha, das haben die gut gemacht. Also zur Mission hin, selber, fährt man ganz gemütlich. Und zurück kann man aber teleportieren. Das finde ich, ja, besser. Sonst hätten wir den gleichen Weg nochmal gesehen. Und dann haben wir die Mission auch schon abgeschlossen. Und dann können wir das abhaken. Talente fotografieren. Ich finde das voll cool mit den Fotos. Und angeln muss ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen. Die Geschichte von Prompto, was da gerade stand, das habe ich ja schon mal vorgelesen. Ich kann aber mal ganz kurz, wenn ihr wollt, ich glaube ihr wollt es, ihr sagt einfach ja. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Waffenladen hier und gucken, ob es hier neue Waffen gibt. Einkaufen, Ding Dong, Breitschwert. Kriegsklinge. Nö, die haben nichts Neues. Okay. Ja, hau rein. Weil ich will dann auf jeden Fall in irgendeinem Dorf wieder meine Jungs upgraden, dass die ein bisschen bessere Waffen bekommen. Ich denke mal, im Moment toppt meine Masamune sowieso nichts. Aber jetzt gehen wir mal ganz schnell eben hier die Juwelier ab. Den Amethyst. Oh, es wird langsam dunkel. Da könnten wir uns ja fast schon mal wieder hinhauen. Ich finde das nämlich echt besser, wenn man tagsüber rumrennt. Vielleicht können wir gleich noch die Eilieferung zumindest schon mal anscannen oder so. Willkommen am Galdin Kai. Ja, danke schön. Ich werde immer wieder willkommen geheißen hier. Und es geht weiter. Hops, hops, hops. Oh, sie möchte reden. Aber ich will nicht reden. So, mal gucken, was er dann für uns halt hier so gibt. Weil wir den jetzt diesen Amethyst gebracht haben. Oh, ich habe gar nichts gedrückt. Aus der Kosmogonie, die göttlichen Sechs, der Riese Titan, so stark wie der Fels, der Donnergott Ramu, so weiß wie die Welt, die Eisgöttin Shiva, so gütig wie frischer Schnee, die Wassergöttin Levitan, so tobend wie die Brandung, der Schwertgott Bahamut,
Boah, so geil, so stolz wie blanker Stahl. Und der Feuergott Ifrit, so hitzig wie tiefster Verrat. Dies sind die Götter, die Eos geformt hat. Jo, also, ach so, habe ich aus Versehen angeklickt, oder was? Boah, geil, ich hoffe, dass die auftauchen. Also, ich habe es ja geliebt damals bis 7, 8. Bei 8 vor allem. Ifrit, Shiva, Quetzalcoatl. Wer es noch alles kennt. Hammer. Oh, ausgezeichnet. Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Dann ja, dann probieren mal. Wir. Es lohnt eigentlich immer. Okay, liebe Freunde, ich glaube, wir müssen noch öfters für den was machen. Aber immerhin, es gibt hier, wir haben schon wieder 1000, die wir beim Schlafen einlösen können. Und ein Amethyst-Armband. Da gucke ich gleich mal was mit... Oh, der hat schon wieder eine Aufgabe direkt. Ach du Scheiße, was ist das für einer? Ausrüstung, Noctis, Titanreif. Was haben wir denn? Amethyst-Armband. Ein Amethyst-Besetz-Armband erhöht die Stärke. Auch cool. Granat. Ein Besetz-Armband erhöht die Stärke. Mein Gott, da könnte ich total stark sein. Was habe ich denn hier? Was bringt mir das denn? Erhöht die Stärke. Ach ne, erhöht die Vitalität. Dann nehmen wir doch mal das dafür. Und jetzt habe ich dann mehr Stärke. Bin ich dann ultra mega stark. Okay, wir nehmen aber trotzdem noch den Auftrag an. Hast einen verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden? Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut. Könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry, für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Heliodore für den Hallodori. Okay. Was bedeutet das? Ihr wisst, was ihr wissen müsst. Jetzt liegt's an euch. Egal, wir nehmen das natürlich mit. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, der Part ist schon wieder rum, die Zeit, die rennt, ist der Wahnsinn. Aber macht nichts, es geht ja jeden Tag weiter und ich bin echt gespannt, was uns noch erwartet. Ich nehme alles mit. Ihr wisst ja das Schöne am Let's Play, alles zeigen und mir gefällt es auf jeden Fall. Sag nicht, du willst dich beschweren. Seid ihr fertig? Seid ihr? Darf ich jetzt? Darf der Prinz jetzt endlich reden? Darf er? Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Part. Euer Ivano. Bis dann. Bis morgen. Ciao.